Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und im Moment geht gerade richtig viel ab in FIFA 17. Es sind neue Wants to Watch Karten draußen, dann sind auch noch viele neue Squad Building Challenges gekommen. Es ist das Team des Turniers vom Afrika Cup am Start, also es ist ganz viel gerade, aber wir werden uns heute noch mit den Topper Team beschäftigen. Und zwar gab es da eine Squad Building Challenge, beziehungsweise gibt es da eine Squad Building Challenge, wo man 11 Spieler aus der Calcio A braucht. Und daraus schließen wir natürlich, dass man Calcio A Spieler im Moment sehr gut snipen kann. Ich zeige euch hier direkt das erste Beispiel, das ist Gonzales, den habe ich für 450 Münzen ersniped, für 650 verkauft. Ich werde euch das Ganze dann natürlich auch noch zeigen. Nagatomo auch für unter 500 bekommen, also die habe ich alle für unter 500 bekommen und dann eben teurer reingestellt. Also ihr macht da wirklich ganz leicht Coins und ich werde euch das Ganze jetzt nochmal hier demonstrieren. Also Verteidiger, Calcio A, dann natürlich Qualität Gold und dann können wir mal schauen, dass, also ich zeige euch jetzt, dass alle Spieler eigentlich, also alle Verteidiger aus der Calcio A mindestens 650 Münzen wert sind. Das heißt, wir können für 550 snipen und ihr seht es schon, da kommen ganz schnell ganz viele Spieler. Also es ist wirklich unfassbar, wie schnell man da Coins machen kann. Und ja, da haben wir direkt einen bekommen. Perfekt. Und den haben wir für 550 Münzen bekommen und den können wir natürlich reinstellen für mindestens 650. Und wir sehen hier, dass wir den auch ja, für 700 reinstellen können. Der wird sich verkaufen für 150, also 150 Münzen machen wir Gewinn mit diesem einen Spieler. Und dann würde ich sagen, snipe ich noch ein bisschen weiter. So, 550, jawohl, ein weiterer Innenverteidiger, diesmal ein Brasilianer, also ihr seht es, bei jedem Mal suchen kommt eigentlich ein Spieler und ja, für 550 den bekommen, können wir für 650 reinstellen, wirklich, das ist so einfach, ihr könnt so einfach Coins machen, also macht diese Methode jetzt, das geht natürlich noch, bis die Top-Partien ablaufen. Und ja, Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht die 5% EA-Gebühr noch abzuziehen beim Verkaufen, aber ihr macht natürlich trotzdem noch einen guten Gewinn. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon mit dem Video. Den Spieler stelle ich noch rein. Falls ihr Fragen habt zu diesem Trading-Tipp, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Der Spieler hier ist auch 650 Münzen wert. Und wichtig zu beachten ist, falls ihr Außenverteidiger bekommt, dann sind die meistens über 900 Münzen wert. Also Nagatomo war ja auch über 1000 Münzen wert. Deswegen achtet bei Außenverteidigern auf jeden Fall nochmal genauer drauf. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde jetzt noch weiter streamen. Ich mache jetzt über dieses Wochenende fast durchgehend einen Charity Stream, das heißt, ich spende das Geld, was ihr mir donatet. Also wenn ihr mir etwas spendet, dann spende ich das 1:1 weiter an das Kinderdorf. Ja, Freunde, das war's mit dem Stream, mit dem Video, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen, check gerne noch die Videobeschreibung ab. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.